Das Vivo X Fold ist eines der besten faltbaren Smartphones auf dem Markt. Besonders interessant finde ich hierbei aber, dass sie in der ersten Generation bereits ein Foldable haben, was es mit Samsung auf den ersten Blick aufnehmen kann und in einem wichtigen Aspekt auch theoretisch an ihm vorbeizieht. Das gilt aber nicht für alle Kategorien. Das Vivo X Fold ist das aktuell einzige mir bekannte Foldable mit Lederrückseite, sowohl in der schwarzen als auch in der mir vorliegenden blauen Farbe. Schwarz sieht meines Erachtens edler aus, blau ist aber auch mal was Nettes. Der Rahmen ist matt aus Metall auf allen Seiten, hat einen vom iPhone und vom Konzernbruder OnePlus bekannten Mute-Switch und erwartbar keinen Kopfhöreranschluss. Mir ist kein Foldable mit einem solchen bekannt, aber damit muss man wohl leben. Das Unboxing vom X Fold ist was sehr Spezielles. Wenn man das aus der Box rausholt, merkt man sofort, wie viel Geld man hier investiert hat. Der Karton ist gefühlt größer als bei meinem Laptop, hat das Zeiss-Logo aufgedrückt und ist aus sich teuer anfühlenden Stoff gefertigt. Unter dem Handy ist eine riesen Schublade voller Zubehör, ein Charger mit zwei USB-C-Ports, ein Ladekabel, Kabelkopfhörer, wenn auch keine kabellosen mehr, wie beim X70 Pro Plus letztes Jahr. Und auch eine Hülle ist bei mir nicht drin, ich glaube aber, dass die noch beim Vortester liegt. Viel Spaß damit. Bodenlos. Die Haptik ist genauso Premium, das Fold fühlt sich einfach richtig hochwertig an. Da kann ich nichts gegen sagen. Das Display außen ist an der rechten Seite leicht gecurved, was für alle Rechtshänder eine gute Sache ist, und offensichtlich ist das Display auch hauchdünn, denn die Hinge rechts daneben ist extrem hochwertig und auch direkt unter dem Display. Das äußere Display ist auch ein richtig gutes, 21:9 Seitenverhältnis mit Full HD Plus Auflösung, 120 Hz und Samsung E5 Technik mit bis zu 1200 Nits Helligkeit. Das Panel ist richtig gut, flüssig und diese Curve ist super für die Gestensteuerung. Ein Fingerabdrucksensor im Display gibt es auch, das ist ja bei Samsung nicht der Fall. Einen zweiten gibt es dementsprechend im inneren Panel und wie beim Außendisplay auch eine Frontkamera in der Mitte der rechten oberen Hälfte. Klingt komisch, ist am Ende aber einfach nur die Position, die auch Samsung nutzt. Auch wenn Samsung hier eine unsichtbare Kamera hat, die Vivo nicht hat. Sie stört im Alltag jetzt nicht, also das ist jetzt kein krass negativer Punkt an diesem Gerät, aber auf jeden Fall mehr als eine unsichtbare Kamera, selbst wenn sie nur so schlecht umgesetzt wurde wie jetzt bei Samsung zum Beispiel. Auch das innere Display ist hell, scharf und mit neuester i5 Technik gefertigt. 1500 Nits überbieten die 1200 Nits von außen auch und die 2160x1920 Pixel im 4:3 Format sind wirklich top scharf, da habe ich nichts gegen einzuwenden. 120 Hz auch hier und man bekommt sogar LTPO-Technik, die die Wiederholrate zugunsten des Akkus anpassen kann. OLED bei beiden Displays ist offensichtlich, nur OLED-Displays lassen sich so falten. Sucht man ein Handy mit Edge-Display und LCD-Display, das gibt es nicht. Und OLED ist super kontrastreich, hab das jetzt neuerdings auch in meinem Laptop und auf so großen Displays ist es einfach beeindruckend. Wie auch beim Mix Fold habe ich hier allerdings gesehen, dass sich die eine Seite des Panels etwas früher aktualisiert. Das ist aber minimal, sollte dem Normalbürger jetzt eigentlich nicht auffallen. Vielen Dank übrigens an Trading Shenzhen für die Bereitstellung des Testgeräts. Sie bieten das Vivo X Fold sowie auch das X80 Pro in ihrem Shop an. Wenn ihr also Interesse an Vivo habt, ohne dabei verarmen zu wollen, dann schaut am Shop vorbei. Der Import aus China ist durchaus günstiger und hat auch Origin OS drauf. Wer es mag, hat eben da die Möglichkeit. Die Kamera in dem Ding ist auch die beste in einem Foldable, möchte man meinen. Alle Foldables, die Google Services haben, haben ein Stück weit eine beeinträchtigte Kamera, auch einfach, weil kein Platz für eine ordentliche da drin ist. Vivo hat sich gedacht, was die anderen nicht packen, machen wir halt selber. Und haben einfach zu einem großen Teil die Kamera des X80 Pro hier verbaut. Die Hauptkamera ist ebenfalls von Samsung, wie beim X80 Pro, wurde aber etwas verschlechtert auf die ebenfalls 50 Megapixel Samsung GN5 Kamera. Das ist immer noch Flaggschiff, aber halt kein Ultra-Flaggschiff mehr. Das ist im S22 zum Beispiel drin, das Ding. Trotzdem kann man damit aber gute Bilder machen. Der Snapdragon 8 Gen 1 hat eine potente Bildverarbeitung, was man hier definitiv merkt, zumindest bei der Hauptkamera, denn die ist echt gut. Aber nicht so beeindruckend wie dem X80 Pro, trotzdem immer gut genug für ein Flaggschiff. Was der Ultraweitwinkel nicht ist, trotz 48 Megapixel Auflösung. Aber wie beim X80 Pro ist das einfach nichts, was ich besonders toll finde. Im X80 Pro damals hatte ich schon gesagt, dass die Kamera tagsüber nicht wirklich besser ist als so manche 8 Megapixel Billigsensoren. Also die Kamera ist ja auch nicht schlecht, aber irgendwie haut die mich einfach nicht um. Da sind einige Konkurrenten merkbar besser. Die zweifache 12 Megapixel Zoom-Kamera war beim X80 Pro noch ein Highlight. Hier ist sie das nicht. Sie ist gut, aber nicht mehr stabilisiert, was ihr so ein bisschen die Besonderheit wegnimmt. Die zweifache Brennweite hält die Qualität aber relativ konstant auf einem soliden Niveau und erst wenn man dann die fünffache Periskopkamera erreicht, wird es qualitativ schlechter. Da die anderen aber gar keine optische Fünffachkamera haben, außer jetzt Huawei, sind wir hier immer noch ziemlich gut dabei für ein faltbares Handy.
Ich konnte die Foldables von Samsung jetzt noch nicht testen. Sollte ich aber die Möglichkeit bekommen, werde ich das mal tun und dann sehen wir, ob das hier die beste Kamera in einem Foldable ist. Man kann im Alltag gut mit leben und vor allem im Telebereich ist man hier gut aufgehoben. Die 50 Megapixel Hauptkamera ist so 1:1 im neuen Z Fold 4 drin von Samsung. Naja, je nachdem, wer hier besser optimiert, hat halt das bessere Foto gemacht. Wenn ihr Fotos von euren Freunden macht, könnt ihr übrigens aktivieren, dass das äußere zu den Fotografierten zeigende Display genau das auch anzeigt, was ihr gerade fotografiert. Die Zeiten von 500 Fotos, von denen am Ende doch keins perfekt ist, ist also vorbei. Und ihr seht genau, dass ich jetzt gerade mich selbst aufnehme. Was die Samsung aber definitiv voraus haben, ist die kleine Falte im Display selbst. Vivo hat eine größere Fläche, über die gefaltet wird, wodurch die Falte deutlich unauffälliger ist und das Ultra Thin Glass von Shot hilft, das Gerät vor Dreck und so zu schützen. Der Fingerabdrucksensor innen dicker, bodenlos, ist aber für alle Linkshänder absolut umständlich platziert. Als Linkshänder wäre das hier gar nichts für mich. Und das Seitenverhältnis ist in meinen Augen besser als beim Z Fold 3. Aber wie gesagt, der Fingerabdrucksensor ist halt hier. Was mich nicht so beeindruckt hat, ist, was man damit machen kann. Denn klar ist es zum Surfen cool, aber im Alltag ist dieses große Display nichts, was mir einen Mehrwert bietet. Das ist natürlich ein rein subjektiver Part, weil jeder sein Smartphone anders nutzt, aber ich persönlich habe hier daraus keinen Mehrwert gezogen. Man hat zwar Platz für Dokumente auf dem Handy, aber das Seitenverhältnis bedeutet am Ende auch, dass die Hälfte des Displays Tastatur ist. Alles, was ich auf einem Laptop mache, also Videos auf 14 Zoll bzw. 27 Zoll angucken, kann ich auf einem Falttelefon nicht machen. Skripten geht, aber es bringt halt nichts, wenn auf der Hälfte der knapp 8 Zoll eine Tastatur zu sehen ist, während ich auf dem Laptop die nahezu kompletten 14 Zoll halt einfach ausnutzen kann. Während ich die andere Hälfte dazu nutzen kann, Spezifikationen des Geräts nachzuschauen zum Beispiel. Videos schneiden geht ebenfalls nicht, meine Heizung zu ersetzen, wie es bei Intel geht, auch nicht. Bodenlos. Was ich sagen will, alles wozu ich ein großes Display brauche, geht auf einem Android Handy halt einfach nicht. An der Leistung mangelt es ja nicht. Der Snapdragon 8 Gen 1 hat genug Leistung und die 12 GB RAM, der üppige 256 GB Speicher, die limitieren hier auch nicht, aber irgendwie, ich weiß nicht, irgendwie ist das Fold 4 einfach ein viel ausgereifteres Produkt. Was man damit machen kann zumindest, ist deutlich besser. Ich würde also für die Kamera einfach All-In gehen und das X80 Pro von Vivo nehmen oder das Fold 4 von Samsung, was aber halt auch nicht alles kann, was ein Laptop kann. Also ich persönlich würde einfach ein X80 Pro nehmen und dann Laptop, weil damit kann ich alles machen. In der Preis-Leistungskracher ist das Vivo halt auch nicht in meinen Augen, denn die 1600 Euro kaufen mir halt schon ein solides Handy plus Laptop oder ein Fold 4 und das Oppo Find N, was den kompakten Ansatz geht, sich aber viele Stärken mit dem Vivo teilt und dann auch die Software besser optimiert, kostet nicht mal 1200 Euro. Wenn ihr euch nun für das X80 Pro interessiert, was nochmal deutlich günstiger ist, dann schaut hier neben mir ins Video rein, dort habt ihr eine noch bessere Kamera als hier und direkt darunter findet ihr eine allgemeine Kaufberatung mit allen in Deutschland erhältlichen Smartphones. Ciao!